So kommen wir zum ersten Schritt. Sichern der Waffe in der Ladeluke. Dazu kann man einfach ein Stückchen Holz, Rundmaterial oder sonst irgendwas nehmen, hier in die Ladeluke einfügen. Ich habe jetzt hier ein 3D-Druckteil aus Kunststoff einfach genommen, legt es hier in die Ladeluke ein und wird das Stückchen, damit es mal, wenn man das Ding bewegt, hier nicht rausfällt, mit dem Klebeband sichern. Vorne. Einmal. Hinten. Denkt dran, das Unterteil wird nachher abgeschraubt, also bitte nicht da drüber kleben. Erster Schritt wäre damit erledigt. So, dann kommen wir zum zweiten Schritt. Im zweiten Schritt werden wir die Griffschalen abnehmen, werden den Korntunnel abnehmen und werden dann das Griffstück abschrauben. Dann werden wir jetzt als erstes mal die Griffschalen abschrauben. Obere abnehmen und dann die untere abnehmen. Einmal. Als nächstes den Korntunnel abnehmen. Dabei darauf achten, dass man den Zylinderstift immer auf die linke Seite rausschlägt und von der linken Seite wieder einfügt. Ansonsten könnte man den Korntunnel oder den Lauf beschädigen. So, der Stift ist draußen. Den Korntunnel abziehen. Und dann wäre auch dieser Punkt erledigt. So, als nächstes wollen wir das Griffstück hier abnehmen. Dazu müssen wir hier die zwei Imbusschrauben lösen und vorne die zwei Schlitzschrauben, dann kann man das ganze Griffteil abnehmen. Ich habe mir hier einfach einen Imbusschlüssel einfach vorne gekürzt, damit ich besser hier reinkomme. Ist ein bisschen fummelig, aber es geht schon. Jetzt vorne noch die zwei Schlitzschrauben lösen. Jetzt müsste man das Griffstück normalerweise abnehmen können. So, damit wäre der zweite Schritt erledigt. Als dritter Schritt folgt nun der Ausbau der Rückschlagsparre. Damit man das besser sieht, fahre ich mal näher ran. So, jetzt sieht man es klar besser. Die Rückschlagsparre, die wir jetzt ausbauen, die sitzt unter diesem Federgehäuse. Im Federgehäuse, das Teil, da stellt man das Abzugsgewicht ein. Um also die Rückschlagsparre auszubauen, müssen wir die Feder hier aushängen, den Stift hier rausmachen und dann das Federgehäuse rausnehmen und darunter kommt dann die Rückschlagsparre zum Vorschein. Also zuerst
nehme ich hier die Feder ab. So. Im zweiten Schritt mache ich dann den Sicherungsring hier von der zweiten Achse raus. So. Und jetzt kann man die Achse hier komplett rausschieben. Ich nehme da einfach einen abgeflachten Nagel, damit ich die Achse besser rauskriege. So, Achse ist draußen. Beim Rausnehmen der von dem Federgehäuse darauf achten, da hat es vorne einige Teile drin. Damit die nicht rausfallen, braucht man es nicht mehr zusammen machen. So. Und da darunter kommt jetzt die Rückschlagsperre zum Vorschein. Jetzt können wir hier mal reinschauen in die Luftpistole. Vielleicht kann ich das zeigen. So. Da kommt dann die Rasterung von dem von der Kompressionshülse zum Vorschein. Schritt 3 ist nun erledigt. Die Rückschlagsperre ist ausgebaut. Und als nächstes Schritt, Schritt 4, wurde die Waffe nun ausgelöst und entspannt. Um die Waffe auszulösen, müssen wir dieses Teil hier, wo vorher die Feder eingehängt war, das ist der Sperrschieber, den müssen wir jetzt nach vorne schieben, damit der Abzug freigegeben wird. Und dann können wir den Abzug hier betätigen und der löst aus. Wir schieben also den Sperrschieber nach vorne, so, und können jetzt den Abzug auslösen. Der Abzug ist jetzt ausgelöst. Wir können jetzt hier erstmal das Klebeband wegmachen. Und hier auch. Dann können wir den Spannhebel nach hinten drücken, die Sicherung rausnehmen. Und die Waffe entspannen. So, das war jetzt unser Schritt 4. Die Waffe ist ausgelöst und entspannt. Und als nächstes könnte man die Waffe, wenn sie entspannt ist, zerlegen, um den Kompressionszylinder mit dem Kolben auszubauen und gegebenenfalls Verschleißteile austauschen. Sollte die Waffe mit dem letzten Schritt, mit dem Ausbau von der Rückschlagsperre und dem Auslösen und Entspannen nicht geklappt haben, muss man noch zusätzlich als nächster Punkt den Fanghebel hinten ausbauen. Aber den Fanghebel ausbauen muss man ja auf jeden Fall, wenn man die Waffe zerlegen möchte. Nur bitte vorher unbedingt wieder, bevor man den Fanghebel ausbaut dann, weil es ja noch gespannt ist an die Waffe, die Sicherung nochmal in die Ladeluke einbauen.